Hi und herzlich willkommen zu einem Video aus meiner Double Bass Reihe. Ich habe mir vorgenommen, in ein paar Videos mal die wichtigsten Elemente zu erklären, die ich an der Double Bass verwende, wenn ich Metal spiele. Nachdem ich da seither schon extrem viel gemacht habe, habe ich in letzter Zeit auch wieder verschiedene Metal-Stücke geschrieben und aufgenommen. Falls ihr noch nicht reingehört habt, macht das gerne mal, habe ich ebenfalls hier auf dem Kanal hochgeladen. Ich verlinke euch gleich mal einen, damit ihr schneller hinfindet. Worum geht's heute? Ich verwende extrem viele Rolls, die ich in verschiedenen Längen einsetze. Insofern versuche ich gar nicht allzu oft lange durchgängig Double Bass zu spielen, sondern setze verschieden lange Figuren ein. Ich habe das Thema für mich so ein bisschen aus dem klassischen Rudiment-Konzept für die Snare Drum rausgezogen, wo wir mit kurzen Rolls, die im Prinzip schon fast so eine Art Roller sind, die ihr wahrscheinlich kennt, starten und dann, je länger unsere Figur wird, immer weiter in Richtung durchgängiges Spiel gehen. Den Beginn macht also für mich ein kurzer Roll über zwei Schläge bzw. drei Schläge. Spiele ich euch direkt einmal vor. Ihr seht also, der Clou ist immer ein bisschen, worauf ihr hinspielt. Wenn ihr danach eine Snare habt oder einen anderen Abschlag, könnt ihr einfach die Schlagfolge in gerader Anzahl sehen. Jetzt also über zwei Schläge. Wenn ihr eine Bassdrum als Zielpunkt habt, müsstet ihr dann noch einen dritten Schlag dazuspielen. So im Groove habe ich das als Kombination, zu 2 und zu 4, zur Snare Drum hin als Zweiergruppe und zu 3 und zu 1 wieder dann als Dreiergruppe, indem ich die 1 damit dazu rechne. Solltet ihr einzeln trainieren, insofern könnt ihr entweder zu Snare spielen oder auch zu 3 und dann wieder zu 1. Letzte Übung läuft dann ziemlich gut, wie ich sie am Anfang schon gespielt habe, dass ihr beide Varianten spielt und einmal die Zweierfolge und die Dreierfolge kombiniert habt. Wie geht's weiter? Wir haben jetzt vier Schläge in den Füßen und sieht so aus. Ihr seht, ich habe wieder die drei Varianten gespielt. Erst nur zu Snare, dann nur zu Bassdrum und zum Abschluss wieder beides zusammen. Als nächstes kommen wieder zwei dazu, also bekommen wir eine Sechstergruppe. Und kombiniert. Ihr seht, die Schlagfolge wird jetzt schon extrem viel länger, das heißt, die technischen Ansprüche werden immer größer an eure Beine. Als letztes zeige ich euch noch eine Figur, die dann 8 Schläge bzw. zu Bassdrum in 9 Schläge lang ist. Die müssten wir jetzt schon ein bisschen anders aufteilen, weil wir sonst komplett durchgängig spielen. Also spiele ich sie jetzt jeweils immer nur in der zweiten Takthälfte. So, ihr seht hinten raus nochmal etwas schneller mit verschiedenen Kombinationen. Cool, so viel dazu. Ihr könnt eventuell auch verschiedene Vorübungen machen. Wie gesagt, je länger die Schlagfolge wird, desto höher ist der technische Anspruch an eure Fußtechnik. Dazu habe ich aber nochmal ein getrenntes Video, um die Technik entsprechend zu trainieren. Hier bieten vielleicht ein, zwei Übungen an, in denen ihr zum einen natürlich schon mal trocken spielen könnt. Oder ihr spielt schon mal mit einer Hand ein Hi-Hat drüber, um dann im Raster zu sein. Nochmal viel langsamer. Natürlich kann man hier im Einzelnen noch wesentlich mehr zu sagen. Ich habe das Ganze bewusst auch ein bisschen als Überblick gehalten. Deshalb, wenn ihr Interesse habt, da tiefer hineinzugehen, meldet euch gerne bei mir, sodass wir das direkt zusammen machen können. Insofern wünsche ich euch viel Spaß beim Üben und sagt bis zum nächsten Mal. Ciao!